Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Wann waren Sie denn zuletzt im Fußballstadion? Ich frage deshalb, weil vielleicht kennen Sie diese Stimmung, dieses jetzt geht's los. Und das ist genau die Stimmung, die ich jetzt im Augenblick habe. Das ist dieses, wir wollen heute das erste wirklich dicke Brett bohren. In den Theorien von Aristoteles zur Stringtheorie, da packen wir heute die spezielle Relativitätstheorie. Die Ausgangslage, die war relativ komfortabel. Also wir sind mittlerweile so, sagen wir mal 1880, sowas in der Ecke, angelangt. Und wir haben ja schon gesehen, die klassische Mechanik ist ziemlich weit, bis hin zu diesen Lagrange-Formalismen, alles wunderbar. Die Mächtigkeit war beeindruckend, den Elektromagnetismus haben wir schon kennengelernt. Und jetzt fingen die ersten Leute an, eigenwillige Überlegungen anzustellen, zum Beispiel Bezugssysteme zu wählen. Das heißt, sie haben identische Dinge betrachtet, aber aus zwei verschiedenen Positionen. Und da gab es auch schon von Galilei eine sehr schöne Transformation, wie man von einem Bezugssystem ins andere kommt. Ich zeige Ihnen das mal nochmal schnell. Also wenn ich jetzt hier so ein Koordinatensystem habe, mit x und y, und ich nehme ein zweites System, hier, das sich jetzt relativ dazu einfach bewegt, das fährt mit konstanter Geschwindigkeit geradlinig nach rechts. Nehmen wir mal eine andere Farbe. Dann haben wir also sowas wie ein y. Ja, ich mache hier mal so ein Dach drüber und entsprechend hier ein X-Dach. Fährt hier so konstant nach drüben. Das beste Beispiel wäre jetzt ein Zug. Einmal stehen Sie am Bahnsteig in Ruhe, das ist hier dieses weiße System, und einmal sitzen Sie im Zug. Und der Zug fährt eben jetzt hier mit konstanter Geschwindigkeit an Ihnen vorüber. Und dann hat Galilei schon sehr schön entwickelt, wenn ich jetzt hier diese Koordinaten verwenden möchte für irgendwas, was hier passiert, meinetwegen hier im Zug wirft irgendjemand irgendwelche Gegenstände, es passiert irgendwas, dann können Sie ganz einfach hergehen und können sagen, dieses X-Dach, das erhalten Sie, indem Sie dieses X nehmen. Also irgendwas, was jetzt hier passiert, beschreiben Sie jetzt mit diesem X-Dach. Was müssen Sie berücksichtigen, wenn Sie es mit x beschreiben? Naja, dass das Ding mit konstanter Geschwindigkeit u fährt. Schreibe ich mal hier hin. Und diese Geschwindigkeit, die müssen Sie halt hier abziehen. Na klar. Und zwar wie lange? Die Zeit t ist verstrichen. Dann können Sie das System einfach in diesen transformierten, wenn man es ganz offiziell jetzt formal hier mal begründen möchte, in diesen transformierten Koordinaten ausdrücken. Die Zeit ist in beiden Systemen gleich. Sie haben also sowas wie hier T-Dach ist also gleich mit T. Wieso sollte auch hier irgendwie die Zeit anders vergehen? Und dann hatte man auch schon festgestellt, wenn man jetzt hier einen Gegenstand hätte mit einer bestimmten Länge, nennen wir das jetzt hier mal S, irgend so ein Gegenstand, der liegt jetzt vielleicht freundlicherweise genau in dieser X-Achse, dann brauchen wir nicht diese Y-Betrachtungen. Y ändert sich ja sowieso nicht. Na, und dann wollen Sie mal wissen, wie lang ist denn dieser Gegenstand? Der würde jetzt zum Beispiel von hier, wie lang ist er denn? Ich will von hier nach da gehen, dann der Punkt A und B. Ja, was nehmen wir dann? Wir nehmen einfach dieses xb. Und davon ziehen wir das xa ab. Naja, gut. Also, wir können es auch gleich in dem roten System messen. Und was ist das? Jetzt brauche ich nur einzusetzen. Für xb
Also für jedes beliebige x habe ich ja hier gesehen, was ich tun muss. Ich nehme einfach x minus u mal t. Und davon, das ist jetzt hier am Punkt b, und davon muss ich dasselbe abziehen vom Punkt a. Minus xa minus u mal t. Und dann sieht man wunderbar, u mal t und u mal t und dieses Minuszeichen, freundlicherweise kürzt sich das also hier raus. Und was kriegen wir? Wieder xb minus xa. Und das ist wieder die Länge, nur eben gemessen in diesem Koordinatensystem. Alles wunderbar, friedlich, ohne irgendwelche Probleme. Ich schreibe das hier gleich in der Kurzform an. Das ist also nichts anderes als dieses S. Egal in welchem System ich irgendwelche Größen hier messe, alles bleibt friedlich. Ich muss nur berücksichtigen, wenn ich von irgendwelchen Entfernungen rede, dass das Ding eben mit konstanter Geschwindigkeit hier nach rechts fährt. Und dann kamen andere, die haben gesagt, ja, das ist ja wunderbar. Dann kann man ja hier ganz formal begründen, dass zum Beispiel die Geschwindigkeit, wenn sich hier irgendwas abspielt, wie kriege ich die? Kriege ich zum Beispiel dieses V? Doch. Irgendeine Geschwindigkeit hier drüben? Ja, dann muss ich einfach das hier nach der Zeit ableiten. Was steht dann hier? V minus U. Ist ja auch klar. Das ist ja die einzige Größe, die Sie hier variieren die ganze Zeit. Und wenn Sie nochmal, das war eine konstante Geschwindigkeit wohlgemerkt, und wenn Sie jetzt hier nochmal ableiten, dann passiert jetzt das wirklich Entscheidende. V abgeleitet gibt die Beschleunigung. Dieses V abgeleitet gibt die Beschleunigung im x-System. Und U ist eine Konstante und fällt bei Differenzieren einfach weg. So, Sie haben also hier diese Geschichte. Die Beschleunigung ist identisch, wenn Sie irgendwelche Dinge hier betrachten. Was heißt das? Die Kräfte sind identisch. Masse mal Beschleunigung. Und wenn die Kräfte identisch sind, dann ist also die klassische Mechanik hier in diesem weißen System genau dieselbe wie hier in diesem roten System. Und das ist jetzt natürlich schon mal bemerkenswert. Wir kennen es auch. Wir kennen es auch aus unserer Erfahrung. Wenn Sie in einem Zug sitzen und der fährt mit konstanter Geschwindigkeit, dann können Sie dann ganz gemütlich hier mal einen Kaffee trinken, obwohl Sie vielleicht mit dem ICE mit 250 km/h unterwegs sind. Diese Kilometer pro Stunde, die merken Sie nicht. Der Kaffee hüpft jetzt hier nicht irgendwie aus der Tasse oder sonst irgendwas, sondern es scheint so zu sein, als wäre alles so, wie Sie es von zu Hause kennen, wenn Sie den Kaffee gemütlich bei sich in der Küche trinken. Wenn Sie jetzt im ICE mal irgendwas fallen ließen, dann würde das alles sich aus Ihrer Perspektive so verhalten, wie Sie es von zu Hause gewöhnt sind. Die klassische Mechanik gilt also in diesen gleichförmig zueinander bewegten Bezugssystemen. Gleichermaßen. Und dann kam eine neue Idee auf von einem Herrn namens Poincaré. Und der sagte, viel schöner wäre es doch eigentlich, wenn alle Gesetze unabhängig von diesen Bezugssystemen gelten würden. Nicht nur die Mechanik. Das war ein naheliegendes Konzept. Was sollte denn die Mechanik auch so besonders herausheben unter den anderen Geschichten? Und da gab es jetzt ein Problem. Und da kommen wir Richtung Pudels Kern. Die Maxwell-Gleichungen, die hatten eine klare Prognose gegeben, haben wir schon gesehen beim Elektromagnetismus. Und diese Prognose lautete, es gibt eine maximale Geschwindigkeit, sogar die einzige Geschwindigkeit, wenn man es genau betrachtet,
mit der sich elektromagnetische Wellen im Vakuum ausbreiten. Das waren diese ungefähr 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Und wenn jetzt wirklich in allen diesen Bezugssystemen, die gleichförmig zueinander bewegt sind, die Physik gleichermaßen gelten soll, müssen auch die Maxwell-Gleichungen gleichermaßen gelten. Und dann müsste hier im weißen wie auch hier im roten System die Ausbreitungsgeschwindigkeit 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde sein. Das klingt jetzt unscheinbar, aber genau das ist der springende Punkt. Also wenn immer so die Rede ist von Relativitätstheorie, alles ist relativ oder sonst was, eigentlich ist es gerade andersrum. Die Idee entsteht dadurch, dass etwas gerade nicht relativ ist, nicht irgendwie veränderlich in unterschiedlichen Systemen. Und das ist die Lichtgeschwindigkeit. Und wenn Sie sich einmal damit angefreundet haben, dass die Lichtgeschwindigkeit c im Vakuum immer konstant ist, dann beginnt dieser konstante Wert hier irgendwie ganz sperrig in diesen ganzen Überlegungen drin zu liegen. Weil wenn Sie jetzt solche Relativgeschwindigkeiten zum Beispiel betrachten, wie soll das gehen? Wenn die Lichtgeschwindigkeit sich eben jetzt hier nicht, da können Sie nicht einfach u abziehen, diese Relativgeschwindigkeit. Dann hat man sich überlegt, wie könnte denn das aussehen? Also wir brauchen was. Wir haben dieses u, diese Relativgeschwindigkeit. Und wenn dieses u, also wenn es u gleich c wäre, was muss dann rauskommen? C. Es muss immer das Gleiche rauskommen. Und wenn irgendeine Geschwindigkeit v gegen c geht, was muss dann rauskommen? Für so eine Überlagerung? Ja, wieder c. Das ist erstmal verblüffend. Wie kriegt man sowas? Also, man nimmt jetzt, man hat jetzt sowas hier wie V ist gleich V Dach plus U. Ist klar, wenn Sie von hier aus betrachten und das Ding fährt mit konstanter Geschwindigkeit U nach rechts und da ist noch irgendwas, was irgendeine Geschwindigkeit hat, da fliegt irgendwas, ja, dann haben Sie natürlich von hier ausgehend den Eindruck, das fliegt schneller. Einmal so schnell, wie es im System fliegt, plus die Tatsache, dass sich das System bewegt. Also wenn ich mit einem Zug auf Sie zufahre und werfe diese Orange, dann kriegen Sie aus Ihrer Sicht deutlich mehr ab, als wenn ich gestanden wäre und hätte die Orange geworfen. Ist geschenkt. Also, so kann es aber jetzt nicht funktionieren, weil wenn ich die Orange jetzt mit Lichtgeschwindigkeit werfen würde, obwohl massebehaftet, sagen wir annähernd Lichtgeschwindigkeit, dann dürfte ja das, was bei Ihnen ankommt, wieder nur c haben. Also müssen wir das jetzt irgendwie korrigieren. Und wie korrigieren wir das? Wir nehmen einen Faktor. V Dach mal U durch C Quadrat. Das war die Idee. Jetzt können wir einfach mal hier kontrollieren, was sich hier daraus ergibt. Also setzen wir einfach mal irgendeine Geschwindigkeit hier gegen c, nehmen wir hier v Dach, lassen wir gegen c gehen. Was steht dann hier? Dann steht hier sowas wie c plus u dividiert durch 1 plus c, kürzt sich einmal weg, bleibt also ein u durch c. Jetzt können wir Nenner und Zähler einfach hier mit c erweitern. Wir nehmen das hier also mal c und das hier unten mal c. Das heißt, dieses c hier geht weg. Hier kommt eins hin. Ja, und dann sehen Sie es eh schon. Das kürzt sich weg und es bleibt c übrig. Passt. Was ist denn, wenn wir jetzt aber. Das passt. Dass das passt, müssen wir erst noch sehen. Wir müssen nämlich jetzt stattdessen u und vielleicht auch gleich
fahr doch auf Sie sitzen. Was haben wir dann hier stehen? Dann kriegen wir eine Geschwindigkeit c plus c. Dann haben wir hier sowas wie 2c. Und das dividieren wir durch 1 plus c mal c gibt c Quadrat. C Quadrat durch c Quadrat ist 1. 1 plus 1 ist 2. Dividieren wir durch 2, das gibt wieder c. Passt. Den Haken habe ich schon vorweggenommen. Das heißt, diese Beziehung korrigiert diese Betrachtungen insofern, dass wenn Sie jetzt hier bestimmte Geschwindigkeit gegen die Lichtgeschwindigkeit gehen lassen, dann gelingt es Ihnen trotzdem nicht mehr, in der Summe mehr als die Lichtgeschwindigkeit zu erhalten. Das heißt letztendlich, Geschwindigkeiten addieren sich nicht, wie wir es gewöhnt sind in unserer Welt. Das ist alles wunderbar für kleine, niedrige Geschwindigkeiten. Aber wenn es richtig schnell wird, wenn Sie nah an die Lichtgeschwindigkeit kommen, dann geschieht was Neues, dann haben Sie hier einen Korrekturfaktor, den Sie berücksichtigen müssen. Und der ist uns so lange durch die Lappen gegangen in der Historie, weil einfach in unserer anschaulichen Welt diese Geschwindigkeiten so keine Rolle gespielt haben. Deshalb ist es den Leuten im Vorfeld nie groß aufgefallen, dass hier was nicht stimmt. Ich mache mal die Tafel frei. Wenn ich sage, diese Lichtgeschwindigkeit, die liegt jetzt hier sperrig, was ist eigentlich wirklich damit gemeint? Das ist eine ganz einfache Konsequenz. Also wenn wir jetzt aus diesem einfachen Koordinatensystem mit diesen Xen hier einfach mal sagen, okay, was bedeutet das? Wie weit kommt man mit so einem Lichtstrahl, mit so einem Photon, das hier irgendwie durchfliegt? Naja, c mal die Zeit. Und wie weit kommen Sie in diesem System x? Doch, mit so einem Photon? Na, c mal t doch. Und das ist extremer Sprengstoff, weil eines ist doch klar. Die beiden, die werden sich ändern. Na klar, in jedem Augenblick fährt das Ding nach rechts. Das heißt, es macht einen großen Unterschied, ob Sie von hier aus am Bahnsteig messen oder ob Sie vom Zug aus messen, irgendeine Entfernung. C soll aber jetzt konstant sein. Dann haben Sie nur noch die Zeit. Spüren Sie das? Das muss sich ändern. Das muss konstant bleiben. Dann muss sich die Zeit ändern. Die Zeit ist jetzt in unterschiedlichen Systemen unterschiedlich. Und das war erstmal ein, das wollte man nicht. Das war ein, also das, was sich daraus ergeben wird, wird die spezielle Relativitätstheorie werden, wie wir gleich sehen. Und Einstein hat bis an sein Lebensende nie den Nobelpreis dafür erhalten. Weil diese Geschichten einfach wild waren und man panische Angst hatte, man könnte hier irgendwie einem Problem aufsitzen. Bis zum heutigen Tag ist es eine der am besten bestätigten Theorien, die wir überhaupt haben. Es ist uns nie gelungen, hier auch was auch immer, dazu kommen wir gleich noch, irgendwie zu falsifizieren. Das ist die brutale Konsequenz letztendlich. Das ist. Es gab auch schon Experimente dazu. Also 1881, da hatte zum Beispiel Michelson versucht, meinen Aufbau im zentralen Bereich von Berlin zu justieren, aufzubauen. Und da waren dann zu viele Erschütterungen. Hört, 1881, finde ich sehr bemerkenswert. Aus der Schilderung von Michelson gab es dort zu viel Straßenverkehr. Okay, ist also keine Erscheinung neuzeitlich. Dann ist er nach Potsdam gegangen, hat das Rüger aufgebaut. Was hat er überhaupt genau aufgebaut?
Er hat zwei Wegstrecken, also irgendeine Lichtquelle. Wie machen wir das? Eine bessere Lichtquelle als eine Kerze, aber irgendeine Lichtquelle. Und dieses Licht, das geht dann durch einen halbdurchlässigen Spiegel, geht dann einmal einen Arm bis zu einem endgültigen Spiegel. Die Hälfte geht durch einen anderen Arm. Also hier ist irgendwie dieser halbdurchlässige Spiegel. Ein Teil der Strahlen geht hier hoch, ein Teil der Strahlen geht durch. Die werden reflektiert am Ende von absoluten Spiegeln. Es kommt hier wieder zusammen. Ja, das Prinzip kommt Ihnen jetzt sicher bekannt vor. Das war schon diese Gravitationswellensache, wie wir das heute messen. Das geht jetzt zurück auf dieses erste Mal, dass dieses gemacht wurde mit diesen Längen und diesen Spiegeln. Und dann brauchen Sie hier nur noch irgendwo zu beobachten, auf einem Schirm oder was auch immer. Dann justieren Sie die Längen so ein, dass Sie hier so ein Interferenzmuster kriegen. Und dann können Sie ganz, ganz, ganz kleine Schwankungen dieser Längen oder genauer gesagt dieser Lichtgeschwindigkeit, die in einer gewissen Zeit in einem System läuft und in einer bestimmten anderen Zeit in einem anderen System. Dann können Sie hier diese Differenzen herauskitzeln. Sie brauchen also nur diesen Aufbau zu nehmen und Sie bewegen den irgendwie. Und dafür reicht alleine schon die Tatsache, dass sich unser Planet bewegt. Wir rasen mit 30 Kilometer pro Sekunde um die Sonne. Das heißt, Sie bauen das einfach irgendwie auf. Dann müsste ja irgendwo Ihnen eine Richtung zugutekommen. Das ist einfach die Geschwindigkeit, die unser Planet hat. Dann ist es hier kein fahrender Zug, sondern unser Planet. Also in dieser Ausrichtung müsste Ihnen das zugutekommen. Und in der anderen Ausrichtung, wenn Sie das Gerät jetzt so aufbauen, dass Sie das zum Beispiel 90 Grad drehen können, das ist hier irgendwo drehend gelagert, dann können Sie gleichzeitig die Ausrichtung in dem anderen System, nämlich senkrecht, da wo Sie sich nicht bewegen. Wir rasen ja nicht auf die Sonne zu, sondern wir rasen an der Sonne vorbei. Diesen Aufbau, ich zeige Ihnen hier nochmal ein Originalbild. Das ist die Originalaufnahme vom sogenannten Michelson-Morley-Experiment. Man sieht da sehr schön diese drehbare Lagerung. Und tja, das Ergebnis war erstmal null. Also diese Geschwindigkeit, die einmal ein bisschen größer hätte sein müssen, die war nicht größer. Jetzt war das Experiment noch nicht so wirklich prickelnd von der Genauigkeit her. Das wurde dann 1887, hoffe ich lüge nicht, von Morley nochmal ausgeführt. Also die beiden gemeinsam. Aber Morley war eben jetzt mit dabei. Und da wurde wieder die Konstanz dieser Lichtgeschwindigkeit manifestiert. Aber das Gerät waren jetzt nicht wie das ursprüngliche nur 1,2 Meter lang mit diesen Wegstrecken, sondern da waren wir jetzt schon bei 11 Metern. Das war viel stabiler aufgebaut. Sie haben 36 Messungen gemacht. Das war einfach statistisch viel, viel besser. Da wurde man schon um eine Größenordnung besser vom Ergebnis. Und auch da hat sich keine Abweichung gezeigt. Und sie haben fast alles versucht. Michelson hat vor dem finalen Durchlauf dieses Experiments einen Nervenzusammenbruch erlitten. Der war völlig überfordert, hat Tag und Nacht nur noch versucht, das Beste. Also heute würde man vielleicht sagen, er hat einen Burnout in unserer Sprache. Also die haben alles in die Waagschale geworfen und sie konnten einfach hier keinen Unterschied herausmessen. Und das hat immer mehr daran glauben lassen, hier könnte was dran sein. Albert Einstein wird im Rückblick dann einmal erzählen, dass er selber gar nicht so viel über dieses Experiment nachgedacht hatte, dass er mehr durch Gedankenexperimente allgemein auf diesen Ansatz kam, aber es gab auch schon handfeste Experimente, wie Sie sehen. Einstein wird jetzt diese zeitliche Änderung begreifbar machen.
Und da hat er Schützenhilfe von einem Physiker, von dem er selber sagt, in einem Brief: Ich bewundere keinen Menschen so sehr wie diesen. Und die Rede ist von Hendrik Antoon Lorentz, einem holländischen Mathematiker. Und Lorentz hat sich ganz allgemein formal hier mal Gedanken gemacht, wie müsste denn jetzt eine solche Transformation aussehen, damit nicht nur die Mechanik gleich bleibt, egal was sie verursachen im Zug oder am Bahnsteig, sondern eben auch die Maxwell-Gleichungen gleich bleiben. Der Elektromagnetismus. Da brauchen wir ein bisschen Platz. Auf der Suche nach einer Lösung, wie man denn jetzt hier diese Geschichte umschreiben muss, da kommt uns ein kleines Gedankenexperiment zu Hilfe. Wir setzen uns hier an den Bahnsteig und bauen uns eine Uhr. Und zwar eine ziemlich exotische Uhr. Die ist folgendermaßen aufgebaut. Wir nehmen einfach einen Spiegel, einen zweiten Spiegel und zwischen den beiden Spiegeln, da lassen wir einen Lichtstrahl hin und her. Ich nehme eine andere Farbe. Der saust jetzt hier immer rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter und die Spiegel, die sind ziemlich weit auseinander, sodass es meinetwegen eine Sekunde dauert, bis das Licht wieder hier ist. Dann tickt diese Uhr gewissermaßen. Tick, dann kommt das Photon hier hoch. Pong, tick, tick, tick und so weiter. Und dieselbe Uhr, die geben wir jetzt auch mal jemandem, ein zweites Exemplar, im Zug mit auf den Weg. Tick, tick. Nur das Problem ist, im Zug sieht das Ganze jetzt wieder identisch aus. Tick, tick. Tick, aber vom Bahnsteig aus betrachtet sieht die Uhr, die im Zug tickt, anders aus. Weil die ganze Uhr mitsamt dem Zug bewegt sich ja. Die bewegt sich ja jetzt hier nach rechts. Das heißt, was wir hier sehen, ist sowas. Tick. Das ist der entscheidende Punkt. Sehen Sie das? Und jetzt kommt uns wieder diese sperrige Lichtgeschwindigkeit in die Quere. Weil hier haben Sie natürlich eine bestimmte Strecke. Das ist immer dieselbe Überlegung. Wie groß ist die Strecke? C mal die Zeit. Diese Strecke, die ist aber offensichtlich länger. Länger. Und Sie haben wieder nur dieselbe Geschwindigkeit. Also wie lange dauert dann dieses Ticken hier? Länger. Wie lang genau? Also wir machen uns jetzt hier einfach mal so ein Dreieck. Die rechte Seite müssen wir uns nicht schwieriger machen, als es sein muss. Was wissen wir? Na gut, also das ist die Zeit, das ist hier diese Tickgeschichte im Zug. Und das Ganze ist natürlich ein rechtwinkliges Dreieck, also es gilt Pythagoras. Das Quadrat dieser Länge muss also gleich sein mit der Summe der Quadrate hier und hier. Das hier, was ist das? Das ist also sowas wie sehen Sie es? C mal die Zeit, wie sie vergeht in diesem System. Deshalb habe ich schon diesen roten hier in der Hand. Ich muss das Ganze dann gleich noch quadrieren. Aber jetzt nehmen wir nur mal diese Länge. Ist einfach C mal die Zeit, wie sie in diesem System vergeht. Diese Länge ist aber C mal die Zeit, wie sie am Bahnsteig vergeht. Und diese Länge
ist U, die Relativgeschwindigkeit, die Zuggeschwindigkeit mal die Zeit. Vom Bahnsteig. So, jetzt müssen wir das Ganze noch quadrieren, weil wir wollen ja den Pythagoras anwenden. Das war's. Wir haben einfach diese Uhr betrachtet, haben die mal von der Seite genommen, obwohl sie jetzt im Zug bewegt wird, und überlegen uns jetzt diese Längen. So, und jetzt müssen wir einfach nur ein bisschen Mathematik treiben, ein bisschen hin und her formen. Also wir bringen das hier auf die rechte Seite. Dann nehmen wir hier mal das c² weg. Das stört. Also wir dividieren das Ganze durch c². Das heißt, wir kriegen hier sowas. Und dann nehmen wir das nach rechts. Dann haben wir 2 mal t², also t², ich mache es ausführlich. So, was kriegen wir jetzt hier? Mal 1 minus u² durch c². Also ich habe hier einfach t² einmal ausgeklammert und das Ganze auf der rechten Seite. Und jetzt machen wir noch ein bisschen die Quadrate weg. Das heißt, wir ziehen die Wurzel. Und dann bringen wir das Ganze der guten Ordnung halber mal auf die andere Seite. Und diese Wurzel, dieses Ding hier, das nenne ich Gamma. Das hat einen festen Wert. Genauer genommen, der Kehrwert dieser Wurzel, das wird als Gamma bezeichnet. Und mit dem Gamma kommen Sie von einem System ins andere. Das war diese fundamentale Erkenntnis, die wir dem lieben Herrn Lorenz verdanken. Alles, was wir also jetzt hier tun müssen, wir müssen ein Gamma hineinmultiplizieren, dann bleibt all diese Überlegung erstmal wie gehabt. Das ist also der alles entscheidende Faktor, der Lorenz-Faktor oder Gamma-Faktor, wie er genannt wird. Und den müssen wir jetzt einfach nur berücksichtigen. Der muss hier rein. Und da sind wir jetzt schon bei Albert Einstein. Witzigerweise hat Lorenz diesen Schritt nicht zu Ende gegangen. Einstein konnte darauf zurückgreifen und hat dann einfach gesagt, okay, wenn wir also etwas haben wollen, was in dieser Transformation, also durch so ein vorbeifahrendes Ding, wenn ich es einmal im fahrenden Zug betrachte und einmal am Bahnsteig, wenn zweimal dasselbe passieren soll, auch die Maxwell-Gleichungen passen sollen, dann muss ich hier einfach sowas machen wie mal diesen Gamma-Faktor. Auch bei der Zeit muss ich den Gamma-Faktor drauf multiplizieren. Da war es noch ein bisschen kniffliger. Da musste man jetzt hier nochmal sowas wie u mal x durch c² nehmen, mal den Gamma-Faktor. Und wenn man einen Zeitraum hatte, also ein Zeitintervall, sowas wie dt, doch, dann war das nichts anderes als wie wiederum dieser Gamma-Faktor mal dt, das verstrichene Intervall am Bahnsteig. Diese Transformation, das ist die
die Lorentz-Transformation. Das heißt, das ist die Betrachtung, bei der die Maxwell-Gleichungen, und Vorsicht, jetzt kommt das böse Wort, invariant bleiben. Invariant soll einfach nur, ist nur ein knackiger Begriff für all das, was ich jetzt verzweifelt versucht habe zu erklären. Wenn diese Gleichungen also hier gleichermaßen gelten sollen, unverändert, obwohl wir hier so eine Transformation machen, dann nennen wir das, was sich nicht ändert, Invariante. Eine Invariante unter dieser Transformation. Das wäre jetzt die hochformelle mathematische Sprechweise. Ich weiß gar nicht, ich bin versucht, noch einen Satz anzufügen, aber wir brauchen das jetzt im Augenblick nicht, vielleicht Schleudersymbol an und so. Im Endeffekt steckt hinter so einer Invariante, also der Tatsache, dass ich irgendeiner Sache was antun darf, ohne dass sich das Ergebnis letztendlich ändert, das wird dann, dazu kommen wir noch ausführlich, eine Symmetrie sein, im mathematischen Sinne eine Symmetrie. Aber jetzt machen wir es uns nicht schwerer, als es ist. Das ist diese Transformation. Alles hängt also jetzt von diesem Faktor ab. Hier, ganz, ganz schlimm. Die Zeit in diesem System, im fahrenden Zug, die hängt jetzt ab von der Raumkoordinate, von x. Die Zeit ist überall eine andere, wenn ich hier ein anderes x einsetze. Die Zeit vergeht also an irgendeinem Punkt im Raum irgendwie anders. Das heißt, Raum und Zeit, also Zeit und Raum, werden hier in Beziehung gesetzt. Das führt zu einer völlig neuen Betrachtung dieser Bühne, auf der alles stattfindet. Man kann nicht mehr getrennt von Raum und Zeit reden, sondern man spricht ab dieser Überlegung von einer zusammengehörigen Raumzeit, weil sie sich hier wechselweise beeinflussen. Und dieser Faktor, jetzt ist es doch mal interessant, sich den genauer anzuschauen. Das ist doch des Pudels Kern. Wenn ich den hier einfach mal eintrage, ich betrachte den jetzt hier für bestimmte Geschwindigkeiten. Ich lasse also das V hier laufen. Also ich bin jetzt hier stillschweigend von dem U auf ein V gegangen, weil V einfach die normale Bezeichnung ist für Geschwindigkeiten. Sie wissen natürlich, wir meinen jetzt hier immer diese Relativgeschwindigkeit, die ich hier am Anfang mal U genannt hatte, um das besser zu visualisieren. So, und dann wollen wir diesen Gamma-Faktor uns hier mal plotten. Was passiert, wenn V größer ist? Also was passiert einfach mal, für V gleich 1? Oder wann kriegen wir Gamma gleich 1? Fangen wir mal so. Na, also wenn ich hier für V 0 setze, dann kriege ich hier 1 durch Wurzel aus 1 und das gibt 1. So, das geht also hier bei 1 los. Und dann sieht man auch sofort, wenn V steigt, dann wird das hier immer größer werden, das ziehe ich aber ab. Wenn ich hier was abziehe, wird also dieser gesamte Bruch, also dieser Nenner, der wird immer kleiner werden. Und wenn ich 1 dividiere durch irgendwas, was immer kleiner wird, dann kommt immer mehr dabei raus. Das heißt, das Ding wird also hier immer größer werden. Und am Ende, wenn ich hier sehr, 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 sehr nah an die Lichtgeschwindigkeit hier komme, wenn das hier die Lichtgeschwindigkeit wäre, ja, da müssen wir aufpassen, weil wenn wir hier Lichtgeschwindigkeit durch Lichtgeschwindigkeit haben, da kommt 1 raus, 1 minus 1 ist 0 und durch 0 dürfen wir nicht dividieren, das heißt, die dürfen wir nicht erreichen. Der Faktor wird also hier so aussehen. Er wird ansteigen, er wird immer größer 1 sein, das ist jetzt wirklich wichtig. Also alles, was ich hier so erzähle, ist einfach nett, aber bitte, bitte, nehmen Sie das mit. Der Gamma-Faktor, der ist immer größer 1. Und man muss sich all das hier nicht merken. Das habe ich nur alles gemacht, um Sie zu ärgern. Nein, das habe ich gemacht, damit Sie das Grundverständnis haben. Aber alles, was Sie sich merken müssen, ist, der Gamma-Faktor ist immer größer 1. Und jetzt kommt's.
wenn Sie eine Länge bewegen, dann wird sie kürzer für den ruhenden Beobachter. Und wenn Sie eine Uhr hier bewegen, diese Lichtuhr beispielsweise, da haben wir es sehr schön gesehen, oder irgendeine andere Uhr, dann wird die bewegte Uhr langsamer gehen. Das ist alles, was Sie sich merken müssen. Dann wissen Sie nämlich auch automatisch, wo Sie, auf welcher Seite Sie dieses Gamma anmultiplizieren müssen. Also wenn irgendwas größer werden soll, dann müssen Sie Gamma anmultiplizieren. Klar, weil es ist immer größer als 1. Irgendwas multipliziert mal irgendwas, was größer als 1 ist, wird größer. Und wenn Sie wollen, dass irgendwas sich verkleinert, dann müssen Sie durch Gamma dividieren. Also so merke ich mir das zum Beispiel. Weil ansonsten komme ich hier immer durcheinander. Also irgendein Minuszeichen, wahrscheinlich habe ich eh unterwegs schon wieder irgendwo einen Vorzeichenfehler gemacht. Aber ich hoffe nicht, dass... Das ist alles ziemlich verwirrend. Ja, dann weiß man gar nicht mehr, in welchem Bezugssystem bin ich überhaupt. Merken Sie sich bitte, Gamma ist immer größer 1. Die bewegten Uhren gehen langsamer und die bewegten Längen werden kürzer. Längenkontraktion nennt sich das. Längenkontraktion und Zeitdilatation. Das sind die großen Säulen der speziellen Relativitätstheorie.